Hallo, ich melde mich heute aus Xanten. Und zwar, um genau zu sein, aus dem Siegfried-Museum. Auch dieses Haus nimmt am Internationalen Museumstag teil. Und was es hier alles Spannendes zu sehen gibt, das entdecken wir jetzt gemeinsam. Das Siegfried-Museum befindet sich direkt in der historischen Altstadt von Xanten, unweit des Domes. Der Besuch im Museum gleicht einem Streifzug durch die Geschichte. Das Museum selbst ist ein wahrer Hingucker, wurde es doch auf überbauten historischen Gebäuderesten errichtet und bietet so einen spannenden Einblick in die Geschichte von Xanten. So ist beispielsweise im Eingangsbereich die altehrwürdige Bischofsburg zu entdecken und vom Mitteltor aus führt ein historischer Verbindungsgang zum mächtigen Mehrturm, der ursprünglich zur spätmittelalterlichen Stadtbefestigung gehörte und als Gefängnis diente. Das Museum beherbergt unzählige Ausstellungsstücke aus 600 Jahren Nibelungenrezeption und zeigt ein ausführliches Bild jeder einzelnen Epoche. Dabei gibt es viele klassische Exponate, Aufzeichnungen und Bücher zu entdecken, aber auch moderne multimediale Inhalte. Das von der Sparkasse am Niederrhein geförderte Siegfried-Museum hat am Internationalen Museumstag, dem 19. Mai, ab 10 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr findet eine kostenfreie Führung statt.